Hallihallo, Hallöchen, meine Lieben. Herzlich willkommen zurück bei mir auf meinem Kanal. Es geht weiter in meiner Highlighter-Palettensammlung. Ja, die nächsten 20 stehen hier parat. Parat. Die stehen hier parat. Na, meine Güte, nochmal 20. Und da oben stehen immer noch welche. Das ist ein bisschen peinlich. Ja. Nein, uns braucht hier nichts peinlich zu sein. Wenn das unser Hobby ist, dann machen wir das. Und wir fangen einfach mal an. Da habe ich den Super Highlight Highlighter, meine Güte, also wenn dann richtig, ne? Von Revolution Love Super Glow Finish. Das ist einmal der hier. Ist schon der Hammer, ne? Ist schon der Hammer. Tücher liegen hier. Der hat so was Schönes eingestanztes, ne? Finde ich, fand ich ganz schön, dieses 3D. Und ja, das ist meine Farbe. Ich mag das. Als Highlighter finde ich den sehr, sehr schön. Geht ins Goldene, aber nicht so dieses Dunkelgoldene, was wirklich keiner mag. Ne? Also da, das finde ich schon sehr schön. Und Reinigungstücher haben wir natürlich hier liegen. Diesmal welche, die auch gut getränkt sind. Das machen wir ja nichts. Ja, ich mache ja auch immer gerne, wenn ich diese reinmache, Deklatter. Also heißt aussortieren auf Deutsch gesagt. Aber der wird bei mir bleiben, natürlich. Dann habe ich von Essence die Pure Nude Sunlighter Palette. Ich verlinke euch das im alles unten in der Infobox, wenn ich sie noch finde, wo sie bestellbar ist. Das ist die Sunlighter Reload Palette. Und ja, die ist etwas dunkler, ne? Etwas dunkler ist gut. Also da kannst du ja schon hier als Bronzer gebrauchen, ne? Das ist ein bisschen schwierig. Ich weiß nicht. Also das kannst du eher so als, nicht als Highlighter nehmen, sondern als Lidschatten. Guckt euch das mal an. Kannst du als Lidschatten nehmen, ne? Ja, alles andere ist mir persönlich zu dunkel als Highlighter. Aber ich habe ja so viele Lidschattenpaletten. Und ich habe auch 3 Millionchen Highlighter. Deswegen glaube ich, werde ich die Palette aussortieren. Ja, weil sie einfach zu dunkel ist. Ich würde sie eh nicht benutzen. Und da macht es wenig Sinn, wenn sie bei mir bleibt. Weil, wie gesagt, ich habe 3 Trillionen Lidschattenpaletten, die hinter mir stehen. Da hast du solche Farben drin, ne? Ja, kommen wir zur nächsten. Die Revolution Reloaded Lustre Lights Cool Palette. Die finde ich wiederum sehr schön. Benutze ich auch sehr gerne. Das ist etwas schwierig, weil das ist hier rosa und ja, Chrome und hast du nicht gesehen. Aber die anderen sind wirklich alltagstauglich. Gut, das rosa auch, wenn man es mag, ne? Ja, das ist schon nicht ohne. Also zu denen greife ich hier immer am liebsten und bei den anderen, ich sag mal so, wenn du weggehst, wenn du ausgehst, sind die, glaube ich, gar nicht mal so schlecht. Aber ist schon speziell. Also das muss man schon mögen, ne? Ich finde es gut. Ja, ich packe mir auch die anderen drauf, aber halt dezenter. Dezenter. Ja, die wird auf jeden Fall bleiben. Dann habe ich, ja, da weiß ich auch noch nicht so genau, von Revolution Chic Kit Don't Hold Back. Ist eigentlich der einzige, den du benutzt, ne? Fragt man sich manchmal, warum bestellt man sich das? Ja, wir werden jetzt mal swatchen und dann entscheide ich ja eh. Ja, das ist, das ist schon heftig hier, die beiden, ne? Ja, die gehen alle ins Gold und ins Kupfer. Oh, guckt euch das mal an. Ja, also das ist, ist das jetzt überhaupt eine Highlighter-Palette? Highlighter und Bronzer-Kit, okay. Highlighter und Bronzer-Kit. Aber für einen Bronzer, also für mich, für Bronzer, auch ein bisschen too much. Zu glänzend. Zu glänzend. Wenn ein bisschen glänzt, ist das okay. Aber zu glänzend ist dann auch nichts. Deswegen, ich glaube, die wird mich auch fallen lassen. Man muss ja auch mal hier aufräumen und für neue Dinge Platz machen, ne? Dann habe ich die Rival de Loupe Meets Q10 Face Palette. Die finde ich sehr schön. Da hat man nämlich auch einen schönen Bronzer hier drin. Gut, den Gold-Highlighter, das ist wieder so eine Sache, ne? Mal den kleinen Finger. Kleiner Finger, ganze Hand. Oh, wie juckt denn das? Jetzt juckt mir die Nase.
Also die gefällt mir auf jeden Fall sehr gut. Habe ich auch schon öfters mal benutzt. Und seht ihr, der Bronzer, der ist, das matter Bronzer ist natürlich besser als dieses knallige, ne? Was da so glänzt. Aber die wird auf jeden Fall bei mir bleiben. Die mag ich. Die finde ich schön. So, neues Tuch, neues Glück. Ja, weil sonst, wenn man wirklich immer alles behält, na, der Platz ist Platz hier aus allen Nähten. Es nützt ja nichts. Und wenn es eh nicht benutzt und einfach nur, ja, für angucken ist es mir dann auch zu. Nee. Aber die bleibt. Die finde ich schön. Die ist super. Gut. Und dann, ja, habe ich zwei hier, die ich auch total toll finde. Von Catrice. Es war eine Limited Edition. Advent Beauty Gift Shop. Das ist einmal C02 Lilac Frotzenglow. Also Frozen. Einmal die Farbe. Swatch mal sofort mit. Und einmal Pink Crystal Glow. C01. Ah, da hatte ich echt Glück. Den einen hatte ich mir, glaube ich, gekauft. Und den anderen hatte ich mal in dieser Amazon-Box. Da habe ich erst gedacht, oh nein, da hast du denselben. Und dann habe ich gelesen, oh no, das ist ein anderer. Yay, die Freude ist groß. Und von Catrice benutze ich immer sehr, sehr gerne Highlighter. Ihr seht, der geht so ein bisschen ins Goldene. Der andere ist etwas heller. Perfekt. Und ich liebe Catrice Highlighter, weil die können. Die können richtig. Die können richtig. Und die dürfen gerne bei mir. Ja, deswegen werden sie bleiben. Bleib bei mir, Schätzelein. Ja, Riva Loves Me, Boho Vibes, 2-in-1, Baked Rouge und Highlighter. Super Teil. Die Paletten, also Lidschattenpaletten, für mich, nein, geht gar nicht. Wir swatchen mal beides, ne? Den haben sie jetzt nochmal rausgebracht, nur unter einem anderen Namen. Fand ich jetzt ein bisschen nicht so doll. Weil immer dasselbe rausbringen unter einem anderen Namen, weiß ich nicht. Ist blöd. Ne? Ist Pinky, der Blush, aber der Highlighter ist wirklich sehr, sehr schön. Geht ins Helle, mag ich sehr. Ja. Also dann brauche ich auch nur einen, auch wenn er eine andere Verpackung hat. Es sei denn, sie hätte jetzt so eine Verpackung wie bei CC. Dann würde ich sagen, ach, willkommen bei mir. Du darfst bei mir einziehen. Aber der wird auf jeden Fall bleiben. So, ja, dann haben wir die Clean ID Reihe von Catrice. Mineral Highlighting Palette 010 Rosé Gold. Hat drei Farben drin. Die finde ich auch recht schön. Muss man aber ein bisschen aufbauen. Die sind dann doch sehr zart im Nehmen. Sehr zart. 2, 3. Aber schön. Zart im Nehmen, aber schön. Muss man aufbauen. Und wenn man halt im Inner Corner ein bisschen kräftiger haben möchte, ja mein Gott, dann packst du dir halt noch ein bisschen mehr drauf. Ne? Aber so, ja, finde ich sie sehr solide. Deswegen darf sie auch bleiben. Das ist schon wieder ein Frosch im Hals, ey. So, ja, was ich mit der mache, weiß ich auch noch nicht so genau. Die Catrice Cosmetics Galaxy in a Box Holographic Glow Palette. Holographisch ist immer so eine Sache, ne? Da kann auch, ja, das ist so ein Wachs. Das benutze ich eh nicht. Aber wir swatchen jetzt mal. Die eine Farbe ist wunderschön, aber bei den anderen ist immer, ich habe ja von Revolution auch schon so holographisch, ne? Ja, das ist schon geil. Ach komm, ist schon geil, oder? Ja, doch. Ist aber nur, weil die helle Farbe mich so katscht. Dann darf sie doch bei mir bleiben. Da war ich echt am Überlegen. Aber diese helle Farbe, ja. Die hat mich dann doch schon out of space. Ja, die hat mich dann doch schon gekatscht. Ach komm, bleib bei mir, Schätzelein. Hier ist es schön. I Heart Revolution Disney Aladdin habe ich geschenkt bekommen. Total toll in einem Zuschauerpaket. Also über sowas freue ich mich ja dann ass, ne? Ja, und das ist so schönes Packaging. Ja, es ist ein rosa Highlighter, aber mit einer Wunderlampe. Wow, das ist einfach herrlich, ne? So sieht er aus. Und geswatcht. Also geswatcht auch wunderschön. So einen schönen rosa Look finde ich
passt dieser Highlighter ungemein. Er wirkt sehr dunkel da drin, ist er aber gar nicht, ne? Wie man sehen kann. Also wunderbar. Ich habe den auch schon mal benutzt. Finde ich toll. Ja, und das Packaging ist einfach grandios, ne? Du bleibst natürlich bei mir. Dann, ja, die wird auch bei mir, definitiv bei mir bleiben. Die Love the Glorious Deep Metallic Highlighting Palette. Die hatte ich im Adventskalender von My Little Box, genau. Das ist die Nummer 010 Pink Seduction. Hat wunderschöne drei Farben. Metal Glam, Rosy, Radiance und Prismagic. Die drei Farben. Ja, das ist schon geil. Ja, also die braucht man definitiv nicht weggeben, ne? Und gerade von Love, das ist echt eine super tolle Qualität, die man da hat. Und da habe ich mich echt riesig drüber gefreut, als ich gesehen habe, die ist in der in dem Adventskalender drin. Den ich mir übrigens dieses Jahr auch wieder bestellen werde. Wenn ich Glück habe und den bekomme. Er bleibt natürlich bei mir. Er, besonders er, die Lidschattenpalette bleibt bei mir. Ja, dann haben wir hier die typische Physicians Formula Muru Muru Butter Glow Face Palette Limited Edition. Boah, die habe ich mal irgendwo für ein Apfel und ein Ei bekommen. Oder war die sogar geschenkt? Ich glaube, die war sogar geschenkt zu einer Bestellung. Ja, und da ich diesen Bronzer immer ausprobieren wollte, ja, habe ich mich darüber gefreut. Hier haben wir einen Highlighter. Hier haben wir einen Blush. Und hier haben wir den Bronzer. Wodurch Physicians Formula meiner Meinung nach auch so gehypt wurde, bekannt wurde. Ne? Aber Highlighter können die auch und Blush auch. Also die Palette muss ich auf jeden Fall mal ins nächste Schminki packen. Weil da ist natürlich 3 in 1. Das ist super. Du brauchst dir keinen Wolf. Guck doch mal den Highlighter an. Das sind Highlighter, die ich liebe, die so richtig strahlen. Ach ja. Das ist schön. Es gibt einfach tolle Sachen auf dem Markt, ne? Und ich hatte auch mal von Physicians Formula, oder habe ich noch, eine Lidschattenpalette mit diesen Rosen. Die wollte ich nochmal ausprobieren, weil ich hatte sie schon einmal ausprobiert und dann weitergegeben. Habe es dann aber nochmal geschenkt bekriegt von der lieben Lisa, von Lisa for Beauty. Schaut da auch mal gerne vorbei. Werde ich nochmal ausprobieren, da war ich nämlich nie so begeistert von. Aber die bleibt. So, dann haben wir die Banana Glow Palette, 183 Tage von Trended Up. Die habe ich mir aus dem Trashy rausgenommen. Die sieht so aus. Ja, das ist sowas, das will ich dann immer alles haben. Sowas im Trashy ist immer, ui, guck mal, schön, ja. Die gehen alle so ins Gelb-Golf. Finde ich aber schön. Also wenn du so einen richtig schönen gelben Look machst, dann passt das auch auf den Wangen, wenn man da sich so einen Highlighter aufgibt. Also ich finde die schön, deswegen habe ich sie mir auch rausgenommen. Willkommen in meiner Sammlung und außerdem muss der Experte hier mal noch ein drittes Regal an die Wand bringen. Ja, es nützt nichts. Es kommt immer wieder was Neues dabei. Es geht zwar auch was, aber irgendwie wird es nie leerer bei mir. So, die ist auch einer meiner absoluten Lieblinge, die BH Let It Glow Palette. Die habe ich von meiner Schwester mal geschenkt gekriegt. 4 Color Highlighter habe ich schon oft benutzt. Oft. Einer meiner absoluten Highlights hier. Ach, sie zeigt auch Highlighter. Nee, warte, nicht sag's. 1, 2, 3, 4. Tada! Guckt mal, was die für ein Glow hat. Oh, ja, das ist der Hammer. Das ist der Hammer. Also wer da keine passende Farbe findet und meckert, dem kann ich leider nicht weiterhelfen. Für mich wirklich einer der schönsten Highlighter-Paletten, die ich habe. Mit denen ich auch gerne einen Look schminke. Jo. Bleibt natürlich. Ganz klar. Dann von Catrice habe ich hier die Luminize Highlight und Bronzer Glow Palette. Die sieht so aus. Finde ich auch wirklich wunderschön. Und tragbar. Es muss tragbar sein. Ja, was willst du mit Sachen, die nicht tragbar sind, ne? Das ist einfach so. Gut, gehen jetzt auch wirklich ins Gold, richtig. Der ist ein bisschen dezenter.
Da oben schon eher so ins Kupferfarbene. Aber ist für mich noch vollkommen okay. Okay, see. So, ich glaube, wir brauchen noch einen. Dann, ja, bleibt. Natürlich bleibt sie. So, dann habe ich hier von Sleek Make-up die Highlighting Palette. Ja. Das ist immer ein bisschen schwierig bei der. Die macht Krabäm, ne? Aber richtig Krabäm. Da muss man auch vorsichtig mit arbeiten, aber an für sich ist sie sehr schön. Ja. Ich glaube, ich habe sie sogar mal geschenkt bekommen in einem Zuschauerpaket. Die bleibt. Da war ich mir jetzt noch nicht so sicher, aber die darf bleiben, ja. Du darfst bei mir bleiben und mich weiterhin erfreuen. Das war ja mal bis jetzt nur ausgemustert. Naja, es geht ja noch. Die Essence Choose Your Glow Highlighter Palette. Ja, war schon in meinen Favoriten drin. Finde ich mega geil. Mega geil. Ist nicht teuer. Kann sich jedermann leisten. Und jede Frau. Und da haben wir auch eine schöne Mischung von hell bis dunkel. Finde ich geil. War, glaube ich, mit einer meiner ersten Highlighter Paletten. Ich glaube, die habe ich sogar geschenkt gekriegt. Ja, finde ich sehr, sehr schön und deswegen bleibt die natürlich bei mir. Ganz klare Kiste. So, zwei haben wir noch und zwar die Essence Hey Cheeks Blush Bronzer und Highlighting Palette. Hatte ich im Adventskalender vom Tanja. Und das ist diese bunte Mischung. Wirklich von Highlighter bis Blush haben wir alles dabei. Und Bronzer. Den packe ich mir nochmal hier drauf. Warte mal, fangen wir erstmal hier an. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Da haben wir den 6. Das ist der Bronzer, ne, der etwas leuchtet. Und hier die anderen Farben. Highlighter. Also, ich mag auch diese Paletten, wo du wirklich alles drin hast. Da brauchst du dir nicht zurechtsuchen. Ideal für einen Urlaub. Da brauchst du echt nur eine Palette mitnehmen und nicht so viel Kleingedöns, ne? Ja, also ich mag die Palette. Ich glaube, ich weiß gar nicht, ob sie schon getestet hat. Ich glaube nicht. Also wird's mal Zeit. Bleibt natürlich auch. So, letzte Palette. Die BH Cosmetics Spotlight und Highlight Palette. Das ist einmal die. Ich glaube, die habe ich mir auch aus dem Trash-Paket rausgenommen. Ja. Ja, das musste einfach sein. Obwohl da ja auch Farben drin sind, die recht dunkel sind. Aber geil, oder? 2, 3, 4, 5. Und der letzte kommt wieder hier rüber. Ja, das ist mein Favorit. Mein Favorit. Und das sind die anderen. Ist eine geile Palette. Ja. Eine geile Palette, sonst hätte ich sie mir natürlich nicht aus dem Trash-Paket rausgenommen. So sieht das nämlich aus. So, jetzt machen wir hier mal ein bisschen Spray drauf. Setting Spray, so macht das hier sauber. Ja gut, ist ein Setting Spray. Das. Nimm mal ein bisschen hier für die Feuchtigkeit, das ist nicht so schlimm. So. Das war jetzt mein nächster Teil von meiner Highlighter-Sammlung. Ich schreibe am besten gar nicht mehr, welcher Teil. Ich habe mich schon bei meinen Lidschattenpaletten, ja, du bleibst, meinen Lidschattenpaletten vertan. Und da hat mir jemand gesagt, du, ich suche Folge 2. Ich so, die gibt's gar nicht. Es gab nur 4 oder was, aber ich habe mich vertan mit der Zahl. Deswegen am besten gar nicht mehr den Teil dabei schreiben. So, ja, wir machen auf jeden Fall noch einen Teil. Das weiß ich ganz genau. Da stehen noch Paletten und einzelne Highlighter, die vorgestellt werden wollen. Meine Lieben, ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag, wunderschönen Abend. Ich hoffe, das Video hat euch wieder ein bisschen Spaß gemacht. 2 habe ich aussortiert. Ich denke, 1 wird ins Trashy wandern und 1 wer kann es gebrauchen. Also, bis dann. Dicken, fetten Knutscher und gute Besserung an alle, die im Moment krank sind. Ich habe euch lieb. Bis dann. Tschüss.